Entschuldigung, kann ich Ihnen helfen? Nö, alles gut. Okay. Es gibt echt creepy Sachen. Hier kommen meine Top 6 der Fetische. Fakt 1. Dendrophilisten, den wir eben gesehen haben, sind Waldspaziergänge mehr als nur Waldspaziergänge. Die wollen ein bisschen mehr als Bäume umarmen. Fakt 2. Urophilie ist die Vorliebe für Urin. Das heißt, man steht drauf, angepinkelt zu werden. Die Urophagie geht sogar noch einen Schritt weiter und die Leute finden es gut, den Urin dann zu trinken. Und für alle, die jetzt denken, boah, ist das eklig, das ist überhaupt nicht gesundheitsschädlich. Also, wenn ihr das machen wollt, dann let's go. Fakt Nummer 3. Die lustigste Vorliebe ist bestimmt die Chorophilie. Dabei handelt es sich um die sexuelle Anziehung zu Clowns. Die würden sich bestimmt gut mit den Lunern verstehen. Der Begriff Luna kommt vom englischen Wort Balloon und bedeutet so viel, dass sich Menschen sexuell zu Luftballons hingezogen fühlen. Ugh, definitiv nicht mein Fetisch. Na Baby, wie wär's mit uns beiden? Fakt Nummer 4. Beim Sploshing wird's nass. Hier wälzen sich nämlich meistens Frauen in einer Badewanne gefüllt mit breiigem oder klebrigem Inhalt, wie zum Beispiel Pudding oder Chilibohnen. Fakt Nummer 5. Die Tripsolagnie bezeichnet die sexuelle Erregung beim Massieren der Kopfhaut oder beim Shampoonieren der Haare. Und deswegen fühlt sich wahrscheinlich der Friseurbesuch immer so mega gut an. Ja, 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 ah, 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 geil, ah, ah, ja, ah, das reicht, ah, ich bin gekommen, Fakt Nummer 6. Besonders kribbelig wird's bei der Formicophilie, das beschreibt nämlich die sexuelle Erregbarkeit durch das Insektenkribbeln auf der Haut, wie zum Beispiel von Ameisen. Es gibt aber auch Leute, die finden es besonders gut, von Mücken gestochen zu werden, wie zum Beispiel im Genitalbereich. Ach, ich weiß doch, dass ich das geil mache. Habe ich dir nicht vorhin schon gesagt, dass ich eigentlich gar kein Interesse habe? Kannst du bitte gehen? Danke. Ich glaube, das meiste davon lässt sich gar nicht so gut kombinieren, wie zum Beispiel die Balloons mit den Clowns. Kann man eigentlich mehrere Fetische gleichzeitig haben und zum Beispiel Bäume und Insekten gleich gut finden und erregend finden? Das alles erfahrt ihr bei der Popshow. Liken und kommentieren und abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Chips? Ja, ist klar. Ballon? Nee, danke. Kannst du bitte aufhören?